Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde! Mathilde! Genau, Mathilde hat wieder ein Motorrad. Juhu! Herzlichen Glückwunsch! Und wir sind hier noch in einer heißen Stadt unterwegs. Bisher ist es ruhig. Eigentlich, wenn da steht Stay Out, ne? Dann will man doch eigentlich rein. Aber wir gehen ja erstmal zum Moped. Machen wir ein bisschen unser Inventar leer. Apropos Moped, ich hab wieder ein Moped. Du hast ein Moped. Ich hab ein Moped. Du hast ein Moped. Juhu. Hurra. Dein Moped ist wieder da. So. Oh, ich brauche neue Knochen, sehe ich gerade. Meine Knochenklinge ist im AA allerwertesten. Können wir gleich mal tanken. So. Ja, apropos tanken, das mache ich jetzt auch mit meinem Moped. Bauen die Zombies auch neu, weißt du das? Ja. Hi. Zombies spawnen eigentlich nur. Weil müssen auf den Dächern gleich wieder Vögel sein. Also ich glaube, so schnell spawnen die dann auch. Drecksvögel. Was hat mein Moped so für Infos? Ich kann das auf jeden Fall noch modifizieren. Geschwindigkeit 10 Meter pro Sekunde, normal. Na gut. Oh, Waschmaschine. Tut, tut. Gib mir Badeklamotten. Für mich nix. Ich hab wieder ein Moped. Moped, Moped. Juhu, juhu, juhu. Das freut mich. Mich auch. Diese scheiß Küchen, da gibt's kein... Doch, ah, was zu trinken. Bin mal gespannt, wie schnell so ein Motorrad fährt. Und was zu essen. Oh, was zu essen. Noch was zu essen. Gut, ich bleibe, glaube ich, noch eine Runde. Okay. So, was zu essen. Benutzen. Yum, 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 yum. So, Dosen zerlegen wir mal. Wenn hier noch ein See wäre, das wäre schön. Aloe Vera-Samen, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Jo, die sind immer gut. So, aber sonst war es das mit dieser Küche. Kein großes. Das Witzige ist mir. Entschuldigung. Wird ja immer noch mein altes Moped hier angezeigt, aber es steht hier immer noch nicht. Wahrscheinlich irgendwo im Erdboden versunken. Hm. Ja, irgendwo durchgeglitscht. Hm. Oh, Klo, da könnte Wasser sein. Trübes Wasser. Falls wir nochmal hier übernachten, müssen wir uns ein Lagerfeuer bauen. Am Verband. Scheiße, der Händler macht hier erst um 8 auf oder so, ne? Ja, ja. Oh, Kacke. Im Schrank ist keiner. I. Zuckerstange, ey, lass mal liegen. Halstücher. Was mach ich denn dann jetzt so lange? Mach auf! Was habt denn dahinter? Oh, ganz viele Leute. Ah! Juhu, Trader Joe's ist now open. Ey! Leg dich hin, du bist müde. Bird Supplies, nee. Clear Zombies. Okay, Zombies ist nicht verkehrt. Oh, das hat er sich gerade umgedreht, diese Sackratte. Oh Mann! Der Biker ist schon so fett und ich treffe den nicht. Ist zwar nah. Aber er muss ich. Durch mich hast du einen neuen Helm, mein Freund. Das sah gut aus. Was von der? Ah.
ertrage ich zu viel? Nur am Meckern, der Junge hier. Ein Kochtopf. Damit. Oh. Ein Revolver? Oh, es gibt Kisten mit Autoteilen. Eine Batterie. Habe ich gefunden. Schön, schön. Aber mein Moped ist voll. Oh, ein Pfeil. Ah, das Gebäude war auf jeden Fall besser als das vom letzten Tag. Ich muss trotzdem noch Aloe Vera sammeln und... Mach mal Licht aus. Zu hell. Können wir was decken? Flasche trübe Wasser. Oh. Haben wir. Ha. Da muss ich jetzt Zombies töten. Oh, Lederponcho. Lederponcho hält doch Wärme ab, oder? Konnte. Ah, es wird kühler bei mir. Dann ist gut. Und das Hemd? Nee, das Hemd ist scheiße. Fühlt sich an wie 100 Fahrenheit. 100 Fahrenheit sind so 36 Grad Celsius. Ja, ist immer noch zu warm. Die Magnum muss ich sichern. Liegerbrille kann raus. Auch kein Mensch. Gammelfleisch kann raus, braucht kein Mensch. Machen wir mal die Batterie da lieber rein. Das zerhacken wir gleich. So viel Kram. Meine Kleidung nimmt noch sehr viel Platz weg. Ach, die Gläser hatte ich doch auch noch hier, oder? Ne, hatte ich nicht. Okay. Da gucken wir erst da rein. Da ist ja schon die Tür offen. Gehen wir da mal rein. Bestimmt nette Leute. Oh, Kohle und Aloe Vera Creme. Oh, das ist super. Hallo, ich bin's, der Heinrich. Wohnt hier jemand? Hallo? Hallo? Nö, ist verlassen irgendwie. Ich hab irgendwas geweckt. Ah, hier geht's runter. Ah, ist eine Bar oder so. Ach du Scheißendreck. Die nehmen eine Abkürzung. Raus da! Schweinebacken. Elende Schweinebacke. Oh, der ist sogar schnell. Das ist so ein schneller. Ich erwischt. Bleib tot! Alter Schwede! Okay, ich glaube, ich hau ab. Ganz schön fies. Kommen die von unten nach oben? Aber wir heilen uns ja langsam. Kann hier ein bisschen Aloe Vera sammeln. Hast du mich erschreckt, Kumpel.
Aua! Arschloch. Aber die scheinen normal langsam zu sein, oder? Versuche ich es nochmal. Nee, da zappelt mir zu sehr. Der ist nicht normal. Oder? Bist du normal? Bist du normal? Oder scheint normal zu sein. Also ein schneller, ne? Das ist echt eklig. Biker Party. Da floß nicht mehr in den Nahkampf. Oh, der ging daneben. Gib her. Da lang. Alles gut ist, wenn das eine Bar war, wo ich gerade drinne war, dann gibt's da bestimmt was zu trinken. Ach. Ins Gesicht! Und was machst du so? Ah, du kämpfst gegen Zombies? Bist du konzentriert, ne? Ja. Ich habe hier so einen Auftrag angenommen. Clear an area. Und das läuft. Jo. Ich lasse mir halt Zeit. Ganz entspannt. Ich dachte mir, wenn du da so erkundest, kann ich irgendwie auch was halbwegs Sinnvolles mit der Zeit machen, mal so einen Auftrag annehmen. Ja, ist ja richtig. Wird sich ja nicht langweilen. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Oh, das ist eine Falle! Das ist eine Falle! Ach, siehst du, ich bin schon fertig. Ich soll zum Trader returnen. Scheißendreck! Das ist eine Falle! Weg, 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 weg! Ho, 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 ho. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße. Ihr Schweine, ihr. Elendende Schweine. Oh, ich habe auch einen Puffermantel gefunden. Wow! High Performance Run. Scheiße, cool. Alter, du wirst sowas von sterben. Du wirst sowas von sterben. Ich mag grün. Ey, die Zombies benutzen ja auch die Leiter. Frech. Ach. Wirklich? Aber er ist zu doof, um da rauszukommen. Du bist tot. Ich hasse, wenn der Boden unter einen wegbricht. Schießt sie auch in den Arsch. Oh ne, das sieht woanders aus. Ich hab ihn. Weapon Flashlight. Ich hab in dem Fall wirklich in den Arsch geschossen. Der guckt da so richtig raus. Ich hab ein Wildbreteintopf. Oh, ein Wildbreteintopf. Das ist meiner. Okay, sieht nicht mehr so richtig im Arsch aus, aber der war gerade richtig drin. Oh, eine Stripperin. Kann ich erstmal mir das Haus in Ruhe anschauen. Was? Tot? Puh! Oh! Was zu essen? Oh, jetzt gehen wir mal ins Haus rein. Und wie das Haus lohnt sich nicht. Scheint hier irgendeine Drogendealer-Geschichte zu sein. Hier überall diese Chemiestation. Okay. Da ist so, da könnte ein Zombie drin sein. Ist aber nicht. Ach, Farbe brauchen wir nicht. Ah, ich hab einen Schuh aufgehoben, Mist. Oh, da kommt ein Zappelfilip. Ah, da läuft einer. Ich bin weg. Lauf! Forrest, nimm die Schrot schon mal in die Hand.
Ich hab die Schnauze voll, ich will nach Hause. Oh. Naja, kommt doch nicht. So, gucken wir mal, was wir Schönes vom Trader dafür kriegen, ne? Erstmal durch diese Berge wieder zurückfinden. Wow! Ich verfahre mich gerade. So. Tschüss, ihr Schweine. Moin, moin. Folgen die mir? Ich weiß nicht. Muss ich vorsichtig machen, sonst tue ich mir weh. Leider nichts. Jetzt hoffe ich nur, dass mein schönes neues Moped nicht wieder weggespawnt ist. Geglitscht. Ah, ich glaube, hier könnte man nochmal zu zweit her. Tschüss! Gott sei Dank, mein Moped ist wieder. Ich fahre jetzt hier rüber zurück. Aber so auf Erkundungsfahrt so ein bisschen macht Spaß. So, hier fahren wir mal nach rechts. Oh, jetzt werde ich nass. Müsste ich ja eigentlich sowas von abkühlen. Choose one, Pistole oder Verbandskästen. Ich glaube, ich nehme 5 Verbandskästen. Pistolen haben wir schon. Ja, Pistolen haben wir massig. Dann nehme ich da lieber mal 5 Verbandskästen, ne? Oh, eine Tankstelle. Die ist noch geschlossen. Buried Supplies und Fetch. Ah, nehmen wir mal Fetch. Eine gesicherte Tankstelle, sieht aus wie ein Bunker. Ah, ne, doch nicht gesichert. Ja, wo soll das denn sein? Jucker, ganz viel Jucker. Hä? Jucker, mein Freund. Okay, ich sehe zwar nicht, was sein soll, aber fahren wir mal los, würde ich sagen, ne? Wo bist du gerade? Noch mal hinterher. Ja, ich hab jetzt noch eine zweite Mission angenommen. Lohnt sich die? Ja, ne? Ja, also ich habe jetzt 500 von diesen Jetons bekommen, 5000 Erfahrung, 5, hier, wie heißen sie gleich? Verbandskästen? Ja, die Verbandskästen sind echt gut Gold wert. Was ist das denn? Ein Stuhl? Was nehme ich einen Stuhl mit hier weg? Bevor ich das Gebiet verlasse, noch ein bisschen was zum Yucca mitnehmen und Aloe Vera. Ah, der Rallye-Punkt ist halt 2 Kilometer entfernt. Das ist schon eine Ecke. Ja. Oh! Der ist bei dir in der Ecke! Das ist cool. Ja, ich glaube, da mache ich den heute nicht mehr. Nö, wir können mal, kannst du machen, wir können mal machen, wenn wir uns hier, wenn ich mal zu Hause bin, geheilt bin und fahren wir zusammen hier nochmal in die Ecke. Ja. 2 Kilometer. Habe ich doch etwas unterschätzt. Oh, hier gibt's einen Fluss, das ist gar nicht so blöd. Wenn hier ein Fluss ist, dann gibt's hier Wasser. Ist ja klar, aber man könnte dann hier übernachten und dann trinken, weißt du? Mhm. Weil da, wo ich war, das Problem ist ja, dass du kein Wasser hast. Na, okay. Dann könnte man die Tankstelle als Zwischenbasis machen, immer wieder dahin fahren und dann da durch. Ja, ich würde aber dann zum Beispiel meinen Schlafsack auf jeden Fall bei uns lassen.
Ja, ja, klar, das auch. Dass wir wieder nach Hause kommen und alles ist voller Zombies. Nee, das ist schon klar, aber... Ja, die Häuser waren jetzt nicht so uninteressant, du hast da echt gut Loot gefunden. Okay. Also Waffen und was weiß ich nicht alles, also es hat sich schon ein bisschen gelohnt, finde ich. Und es hat Spaß gemacht. Das ist das. Ein. Uhuhu! Spannendes Querfeld ein. Oh, Militärlager. Hier so ein kleines mit Zeltchen. Nicht verschlucken. Zu spät. Ich glaube, ich nehme die nächste nach links. Dann fahre ich nach Hause. Ich will wieder in meinem Bettchen schlafen. Oh. Mein schönes Kuschelbettchen. Und nicht auf Stein. Oh, das muss der Weg sein, hoffentlich. Ich hab grüne Schuhe, juhu! Ich hab nur einen Poncho gefunden und einen Regenmantel oder Wintermantel. Ih, was ist das? Zombies bei uns? Kreischerschlappen. Mehrere auch noch. Wie geht das? Eine. Ein Headshot und sie ist tot. Aus dem Versteck raus. Wir haben keinen Platz für Samaras bei uns. Oder Sadako. Welche Version auch immer ihr bevorzugt. Ein Vogel verfolgt mich. Verfolgungsjagd. Ach halt, ich wollte Verfolgungsjagd. Ah, Stein! Und ein Händler. Juhu, den kannst du ja gleich auf der Karte markieren. Nö, wer verfolgt? Ah! Jetzt reicht's. Nein! Schnell! Oh, ich muss doch die Schrot immer geladen haben. Hattest du sie gerade etwa nicht? Nee, ich hatte sie letztes Mal verballert und nicht nachgeladen. Ach, Heinrich. Ich weiß, das sollte man machen. Ja, vor allem du. Toll, jetzt habe ich hier mal eine Knochenklinge, die nicht mal funktioniert, weil ich keine Knochen mehr habe. Hallo, sie da. Hallo. Hallo, hallo. Stehen bleiben, ich brauche mal Ihre Hilfe. Sie haben mal bestimmt ein paar Knochen für mich. Kann ich mir ein paar leihen? So, wie erntet man nochmal Knochen? Mit einem Hammer? Mit der Axt vielleicht? Gib mir Knochen, weißt du das noch, Mathilde? Was? Wie man Knochen erntet. Indem du die zerhackst. Boah, tausend, wie lange soll ich denn hacken? Boah, ich krieg nichts von dem Typen. Sonst mit der Knochenklinge. Die war kaputt. Ja, dann musst du hacken. Scheiße, jetzt habe ich Erde aufgesammelt. Da kann ich auch nichts für. Der hat mir nichts gegeben. Das kommt vor. Dann baue ich mir jetzt eine Steinaxt. Weil darüber hast du, darüber hat man auf jeden Fall von mich hingekriegt. Ach, da fällt mir jetzt Holz und schießt mich tot und ach. Lass den Vogel einfach Vogel sein. Mir zu kompliziert. Schon 16 Uhr, ich will nach Hause. Wo ist mein Moped? Moped, wo bist du? Ach, hast dich getarnt.
werde jetzt den Teil abstecken, wo ich unsere Sonnenlichtdurchfall in unsere Höhle mache. Mache ich mich jetzt mal dran. Und bevor ich das komplett durchziehe, upsala, brauche ich natürlich noch Eisenstangen. Weil wenn man die nicht noch dicht machen kann, dann bringt uns das gar nichts. Nicht wahr? Ja, damit, ich glaube aber nicht, dass da Bäume wachsen, aber dann hat man da so eine mega Schlucht, ist eigentlich auch cool. Vielleicht könnte man das dann später so machen, dass wir einfach unten hier diese Klingen bauen, diese Zerstückelungsklingen, weißt du? Wie hießen die Dinger noch? Blade Traps, ne? Dass die dann einfach runterfallen, 20 Meter in die Tiefe und dann zerstückelt werden. Können ja nicht entkommen. So, hier wäre das eigentlich nicht so gut. Endlich wieder grünes Gebiet. Juhu! Ach, war das schön. Ist das schön hier. Alles so grün. So freundlich. Ach, ein schönes gelbes Haus. Sieht aus wie neu. Oh, Stoppschild. Kurz warten, gucken, ist nichts, weiter. Guck mal, da haben wir einen Jogger. Hallo, ich bin's, der Heinrich. Oh, Limit 65 Stundenkilometer oder sowas. Aber überschreiten wir schon nicht. Ich bin bald daheim. Das freut mich. Morgen laden wir uns dann die Mopeds schön voll mit Proviant. Ja, können dann auch nochmal irgendwo hinfahren. Also müsst jetzt nicht dahin fahren, wo ich ja, war. Ja, aber ich habe da ja diese... Die Mission, genau. Aber wenn wir da eh schon dagegen sind... Ich muss nur mal echt mich ein bisschen aufleveln. Also... Lebenspunkte brauche ich. Und wir müssen echt besser werden mit Verbänden, also... Ja, du bist unser Physiker. Ja, ich fehlt immer das Aloe Vera Zeug. Darum bringe ich ja jetzt was mit. Das kannst du schön anpflanzen, dann kann ich da immer raus Paste machen und dann kann ich da schöne Verbände machen, die uns ein bisschen heilen. Nicht nur einfach die Blutung stoppen. Ja. Oh. Bin bald daheim. Ich bin mutig, ich fahr jetzt mal querfeld ein. Ja. Oh! What? So, ich hoffe, das geht überhaupt mit dem Drehen der Eisenstangen. Hier, wo so viele Bäume sind, da wohnen wir. Nur wo Bäume sind, da wohnen wir. Hui! So. Ah ja, die Garage ist da vorne. Was? Ah, da kommen wir raus? Wo du buddelst? Da will ich hin. So. Sprit und so könnte ich ja eigentlich lassen. Das kann ja gleich im... Das kann ja gleich da drüber. Also Autoteile jetzt in die Garage, ja? Mhm. Klamottos kann man wieder anziehen. Ah! Juhu, es klappt! Also, das mit den Eisenstangen funktioniert schon mal. Das ist gut. Ups. Man kann noch hüpfen, wenn man voll beladen ist. Okay. Hast du mal geguckt, wie tief wir buddeln müssen? Nö, noch nicht. Ich wollte erstmal das Areal abstecken und nach oben mit Eisenstangen sichern.
Und dann können wir uns um den Weg dahin kümmern. Aber ich hätte mich einfach von oben nach unten gebuddelt. Ja, aber erstmal möchte ich das Areal abstecken. Das kannst du ja gerne machen. Ja, mach das doch. Mach das doch. Mach ich ja. Warum machst du das denn nicht? Weil ich es doch gerade mache. Oh. Du kannst mal ein paar Eisenstangen in Auftrag geben in der Schmiede, wenn du gerade da bist. Computer sagt nein. Wie, Computer sagt nein? Ja, mach ich. Gib dir gleich, Computer sagt nein. Ist ja durcheinander hier. Hier gehören Waffen rein und keine Munition. Also ich das wissen, das hat mir niemand gesagt. Hier ist alles auch durcheinander. Nee, gut, alles so. Boah, wir haben 600 Schuss, 9 mm. Ja, ist doch schön. Das heißt, mit der MP kann Anna richtig schön rotzen. Aber Magnum-Schuss. Warum findet man so wenig von dieser Magnum? Ist die Magnum so geil? Möglich wär's. Wenn ihr es wisst, schreibt's mir in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das reicht. Also 600 Pfeile habe ich... Pfeile sei schon. Federn habe ich auch mitgebracht. Schön, schön.